Grüß Gott, lieber Aufrufer. Schön, wenn es schön ist. Meistens ist es nicht schön. Dann muss man die Kunst von Hertha Müller anwenden. Man muss, wie auch der wunderbare Apotheker aus München, einer der größten Meistermaler des 19. Jahrhunderts, Karl Spitzweg, gesagt hat, und wenn dann alles klein gestückt, dann spielt er mit den Scherben, wie Heiner Müller, um Gottes Willen, Entschuldigung, ich ziehe zurück und schiebe neu rein, Hertha Müller beschrieben hat in ihrer Atemschaukel, wie sie dort den Freund quasi, der im KZ war, zur Sprache bringt und wie die dann in der größten Arbeitsnot da angefangen haben, die Arbeit zum Kunstwerk zu machen, mit der Karre den Dreck, der eine übers Brett, der andere so die Schaufel halten und das Häufchen hier und dann irgendwie nicht zu essen. Auf die Frage beim Friseur, wie war es, dann was von der Kunst erzählen, wohl wissend, dass der Friseur sich nur lustig machte über die Geschundenen. So ist das manchmal, meistens ist es aber viel schlimmer, weil der Mensch nicht so richtig sich entscheiden kann. Ich kann mich entscheiden, das ist für mich ein großer Gewinn in meinem Leben, dass ich also schon früh begonnen habe, eine Technik zu entwickeln, mich mit meinen Fehlentscheidungen gut einzufinden. Deshalb habe ich heute hier die Gelegenheit, mal richtig schön zu machen, was ich lustig bin. Das sind hier diese Zeitungen. Es begann mit einem Gespräch, warum ich wiederum immer noch nicht in Pankow in Berlin die neue Zürcher Zeitung kaufen kann. Die möchte ich gerne haben. Ich habe aber heute wirklich keine Lust, durch diesen Wahnsinnsverkehr zum Bahnhof zu fahren, um nur diese Zeitung zu kaufen. Habe ich heute die Taz aus Berliner Ausgabe, die Tageszeitung, Genossenschaftszeitung, unerlässlich wichtiges Blatt, Dienstag, 8. November. Dann habe ich die Süddeutsche Zeitung aus München, die ich in meiner Münchner Zeit ja auch täglich hatte, eine wunderbare Zeitung, ganz besonders hervorzuheben, weil es gerade mein Running Gag ist hier, Gott und die Christenheit, die Orthodoxie, das Streiflicht in der Süddeutschen Zeitung, immer erbaulich, wenn man keinen Nerv hat, sich auf irgendwas zu konzentrieren, dann kann man während des Kaffeeumrührens und des Löffelabbrechens beim Öffnen des gekochten Eis, das so hart geworden ist, das Streiflicht lesen. Hier steht Folgendes, das wird immer von irgendeinem der SZ, also Süddeutsche Zeitung, Redakteure gemacht, aber niemals unterzeichnet. Trotzdem, wer sich auskennt, kann dann ein bisschen schon ahnen, wer hat welches geschrieben. Geht heute so, was nicht in der Bibel steht, ist oft das Spannendste. Von der Schöpfung lesen wir darin dies und, dass Gott alles gut fand, was er in 7 Tagen gemacht hatte. Verschwiegen wird, dass der Herr am 7. Tag, ehe er sich zum Ausruhen zurückzog, auf einen kurzen Sprung beim Europäischen Patentamt vorbeischaute, um sich seine schöne Gotteserfindung, wie Thomas Mann dergleichen zu nennen beliebte, für eine allfällige spätere Zeitverwertung patentrechtlich sichern zu lassen. Die Sache endete blamabel, weil man beim Patentamt die ganze Schöpfung für einen im Wesentlichen biologischen Komplex ansah, dessen Fortbestehen vornehmlich durch sexuelle Kreuzungsschritte gewährleistet werde. Gemäß Artikel 53 Absatz B des Europäischen Patentübereinkommens EPÜ sei die Welt somit von der Patentierbarkeit ausgeschlossen. Damit war die Tomate als ein Teil dieses biologischen Komplexes und irgendwie auch sexuell aktives Gewächs von der Patentierbarkeit ebenfalls ausgenommen, so weiter und so fort. Also Süddeutsche Zeitung heute, immer erbaulich und belehrend. Und die Frankfurter Allgemeine Zeitung, mein tägliches Lebensmittel hier, Dienstag, 8. November, schmal, aber einfallsreich. Sarazins Harz-Selbstversuch weiß jeder, die Griechen werden diese Kunst mühevoll einüben müssen. Und worum geht es denn hier nun wirklich? Ich verstehe es nicht. Exquisites Löffelhandwerk, die ungriechische Übersichtlichkeit der Teller vergessen. Das ist ja schlimmer als die Taz mit ihren Überschriften, aus denen man auch nie versteht, was sie sagen wollen. Ich sage nie, heißt immer mit Ausnahmen. Also gut, hier ist heute der schöne Tag. Und die Echtzeitnachrichten haben also bereits gebracht, dass der
Georgios Papandreou in den Verhandlungen so weit ist, dass er zurücktreten wird zugunsten einer Übergangsregierung. So weit ist das jetzt mit allen potenziell Beteiligten auch schon zugestimmt, verabredet. Jetzt stehen sie dabei, dass die Minister seines Kabinetts schrittweise zurücktreten sollen. Diejenigen aus der Übergangsregierung, die dann Minister werden sollen, sind wohl auch schon bestimmt und dann tritt er selbst zurück und dann wird also, so ist es gedacht, das ist also im Grunde genommen alles schrittweise in die richtige Richtung. Nur die Lösung der Probleme Griechenland und der europäischen Stabilität bzw. Schuldenkrise hat überhaupt gar nichts mit irgendeiner griechischen Regierung zu tun. Es hat nur einen Punkt und das müssen wir alle sehen. Es geht hier um Verhaltensänderung jedes einzelnen Griechen. Und das ist bis heute nicht gesagt worden und das hat auch noch nicht jeder Grieche verstanden und dafür ist keine Zustimmung da. Insofern sind diejenigen FDP-Politiker, die sagen, es wäre besser, wenn Griechenland seinen eigenen Weg geht und aus der Europäischen Union austritt, aus dieser soziologischen Erwägung heraus, wirklich die Selbstständigkeit Griechenlands auch aus Sicht der Griechen zu wünschen. Ich möchte sie nicht rausschmeißen, aber ich glaube wirklich, solange sie nicht zu Verhaltensänderung bereit sind, wird das nichts. Und das Gleiche betrifft die Deutschen mit ihren Schulden. Wenn ich das höre, was hier also auf den Titelblättern ist, ja, hier, dieses Erfolgstrio, ein solcher blanker Unsinn, ja, da hat der FDP-Führer Rösler gestern gesagt, ja, und diese Steuerreform, Entlastungen, die seien ja auch deshalb gerecht, weil ein gewisser Inflationsausgleich damit erreicht wird. Bis heute bestreiten sie, dass ihre wirklich scheiß Schuldenpolitik im Grunde genommen über den Modus von Luftgeld machen, Geldmengenvermehrung ohne Leistung, Inflation ist. Und zwar über die Maßen Inflation, das heißt, jeder, der halbwegs anständig wirtschaftet, wird angeschissen, dem wird das, was er hat, genommen, halbiert und so weiter. Und dafür sollen diese 25 Euro Steuerermäßigung ein gewissermaßen Inflationsausgleich bilden. Das ist sowas von verlogen und dumm und es kann so nicht weitergehen, in dem Maße, dass unsere sämtlichen Blockparteien hier mit diesen Sprachregelungen weiter hantieren, die für keinen Menschen in seinem Portemonnaie überhaupt eine Entsprechung finden. Es ist Schwachsinn, es bleibt Schwachsinn und wir können aber nicht unsere gesamten Parteien rausschmeißen. Wer soll es denn machen? Ein großes Drama. Und dann habe ich hier also in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung Folgendes noch gefunden, weil es so süß ist. Möchte ich das hier noch herausheben und dann komme ich hier zu meinem Thema. Das ist nämlich Folgendes. Ich sagte ja schon, Facebook. Facebook ist total süß. Und zwar deshalb, weil es wirklich auf jeder Intelligenzstufe, wobei Intelligenz nicht als gestuftes vorgestellt werden muss, Intelligenz ist sozusagen etwas Totales. Die totale Intelligenz in allen Ausprägungen, inkonstant, wechselhafte Intelligenz, lichte Momente, habe ich jetzt hier zum Beispiel einen, Frankfurter Allgemeine Zeitung, sagt also am 8. November 2011 auf Seite 19 unter Netzwirtschaft, Unternehmen bauen Werbung auf Facebook aus. 16% Anteil an der Internetzeit, 23% an den Werbebannern, aber nur 5% am Online-Werbemarkt. Facebook hat Nachholbedarf und viele Unternehmen wollen ihr Engagement in dem sozialen Netzwerk tatsächlich ausbauen. Das Geld in die Facebook-Kasse sollen die kleinen und mittleren Unternehmen bringen, die großen haben andere Pläne. Doch ich setze mich damit jetzt hier nicht weiter auseinander, um nur ganz kurz zu sagen, Facebook ist kein soziales Medium. Die Behauptung, dass Facebook sozial sei, also Menschen zu Menschen brächte und sei es nur als ein Werkzeug von Mensch zu Mensch, stimmt wirklich nicht. Die sogenannte Kommunikation bei Facebook täuscht vielmehr
über die Sozialität, als dass sie wirklich soziale Werte in das soziale Spiel hineinbringen kann. Viel mehr Irritierung, Täuschung und Spinnerei, unentgeltlicher Unfug, letztlich zu den Mitteln irgendeines Profits, irgendeines Marktes, von Umsätzen, von Button und Werbemitteln, Marketinggeldern und so weiter, aber letztlich ist es Zersetzung. Es macht das bisschen Intelligenz, was da hineinfließt, noch unbrauchbar, weil es nicht über die Relevanz dieser dürftigen, süßen Intelligenz aufklärt, sondern noch vortäuscht, es hätte einen Sinn. Da kann man gleich wirklich sich jeden Tag die nötige Menge Schlaftabletten reinziehen oder man kann sich auch mit einem Liter richtig geschwängertem Zuckerwasser in die, Sie wissen schon, Kanüle, zack, hinhängen, wo sonst das Kochsalz hängt und sich langsam mit einer Schlaftablette hinlegen und dann überzuckert man, angenehme Todesart, ohne Schmerzen, ist es echt süß, total süß und es ist sogar so intelligent, dass wenn man dann da gefunden wird mit der Kanüle, zunächst auch niemand weiß, was ist es denn, hoffentlich ist ihm nichts passiert. Gut, mein Thema ist hier heute also Amerika, America the Beautiful und dazu wollte ich also nur sagen, ich selbst habe von Kindesbeinen an als Westmensch von den amerikanischen Segnungen viel mitbekommen, seien es diese wunderbaren großen Autos mit diesen dicken Kotflügeln, Ford Continental oder was es alles gab, Buick, granatenmäßige Cadillacs und ich habe es wirklich alles ganz, ganz toll gefunden und ich habe auch die amerikanischen Kaugummis toll gefunden und die Chocolate, Heavy Chocolates, die uns die amerikanischen Soldaten Anfang der 50er Jahre, die überall noch herumfuhren, geschenkt haben, den Kindern. Ich bin dann beim Schwarz-Weiß-Fernsehen nachts mit meinem Vater aufgestanden und wir haben gesehen, Ingemar Johansson gegen Floyd Patterson, Schwergewichtsweltmeister, der letzte große weiße Boxer aus Europa, Ingemar Johansson. Und dann gab es irgendwann sehr bald Cassius Clay und dann gab es sehr bald Sonny Liston und dann gab es sehr bald Joe Frazier. Und dann gab es die Wehrpflicht von Cassius Clay, der dann Berufsboxverbot bekam. Er war ja Olympiaboxer, wurde dann als Sportler gesperrt und konnte dann erst viele Jahre später wieder anfangen. Da kam Cassius Clay dann als Muhammad Ali. They never come back. Er hat es geschafft. Er ist also wiedergekommen nach vielen Jahren und wurde dann noch der legendäre Schmetterlingsboxer. Und die irren Geschichten waren dann unter anderem die Kämpfe mit Sonny Liston, grandios, war total aufregend. Immer morgens um 3 fing das an, dann um 5 fing sie erst an zu boxen, ganz schrecklich. Manchmal dauerten aber die Kämpfe nur wenige Runden. Und Joe Frazier ist der Erste, der dann tatsächlich Muhammad Ali geschlagen hat. Abbruch des Kampfes, irgendwie ganz furchtbar. Die haben sich bis zu Tode gekämpft. Joe Frazier ist also jetzt 67-jährig an einer langjährigen Krebskrankheit in Philadelphia gestorben, das wollte ich nur sagen. Und ich bin also sozusagen ein Joe Frazier Konsument, Kunde gewesen. Ich war ein Kunde von Louis Armstrong, ein Kunde der amerikanischen Popkultur überhaupt. Ich war ein Kunde von John F. Kennedy und ich war auch ein Kunde von Martin Luther King. Oder ich war ein Kunde von Michael Jackson. Und das wollte ich sagen. Ich war kein Kunde von Arnold Schwarzenegger. Aber das sind alles Sachen, die nur in Amerika möglich sind. Und Michael Jackson hat ja jetzt nochmal eine kleine Nachkur bekommen durch diese Gerichtsprozesse von seinem persönlichen Arzt. Der ist verurteilt worden wegen fahrlässiger Tötung oder sowas ähnliches. Wer das von Anfang an miterlebt hat, weiß, dass das eine Lebensart ist, ähnlich Elvis Presley, eine Lebensart, die nicht geht. Das hält kein Mensch aus und Michael Jackson hat ein Leben geführt, das kein Mensch auskennt. Ja, süß und intelligent natürlich, Facebook, tralala. Und er hat es auch nicht ausgehalten und da ist es dann schließlich egal, wie er umgekommen ist, denn dieser Tod, den er jetzt hatte, der ist sozusagen unausweichlich gewesen. Hätte er den nicht gehabt, dann wäre er an
Hamburgers oder an Überzuckerung gestorben, das ist ganz egal, denn man kann sich nicht ganz entmaterialisieren, sich nicht ganz ablösen von einer menschlichen Lebensweise. Michael Jackson hat vielleicht, kann man das sagen, ja auch übermenschliche Leistungen vorgeführt und den Preis hat er dann damit bezahlt. Das ist also hier mein amerikanischer Beitrag, den ich sagen wollte. Insofern ist alles, was uns fasziniert, in Amerika möglich. Und zu meinem schönen Tag heute hier möchte ich das noch zeigen. Piratenpartei. Je gläserner der Bürger, desto zerbrechlicher die Demokratie. Piraten. Und ich beschäftige mich also heute wirklich mit den Dingen, die mir Freude machen. Ich habe schon ganz schöne Sachen gemacht und dann möchte ich hier auch Anteil nehmen lassen, wen es interessiert. Freude hat mir auch gemacht hier, dass ich mache gerade meine neue Zeitung fertig, dieses hier. Was ist Deutsch? Der muss gelesen werden. Karl Jaspers aus Oldenburg, einer der bedeutendsten deutschen Philosophen des 20. Jahrhunderts. Karl Jaspers, hier ein Deutschlandfunk-Radio-Vortrag von 1965. Was ist Deutsch? Wirklich bedeutende Gedanken. Und dann auch etwas, was auch da hineinkommt hier. Neue Sinnlichkeit. Giordano Bruno da Nola. Nola ist vielleicht 20 Kilometer im Land entfernt von Neapel. Nola ist eine ganz kleine, unbeachtete Kleinstadt sozusagen. Giordano Bruno, der Lehrer, wenn man so will, von Michel de Montaigne. Giordano Bruno ist auch in Helmstedt gewesen und in Köln und ist also nördlich der Alpen gereist, auf der Flucht auch vor der katholischen Kirche. Man hat ihn dann in Rom hingerichtet, 1500 irgendwas. Über fesselnde Kräfte, Faszination, also wie fessel ich jemanden, über Rhetorik, über wie nimmt man Menschen ein, ja, also was mir hier ja nicht so richtig gelingt. Und dazu habe ich also dann das schöne Lied in meiner Piratenkrawatte. Oh, beautiful for spacious sky. Oh, ample ways of grain. For purple mountain majesty above the fruited plain. America. Crown thy goodness, brotherhood, from sea to shining sea. Oh, beautiful for patriot dreams that sees beyond the years thine Danke für den Aufruf.